Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend. Ein weiterer Montagabend. Wir haben die Mittsommerwende schon hinter uns. Also wir gehen schon wieder in die Phase, wo die Tage etwas kürzer werden. Wir haben heute Volker Ludwig zu Gast. Volker Ludwig von Interaction Rechenzentren, Data Center ist das große Buzzword, was dahinter steht. Darüber reden wir gleich. Aber Volker, wir beide kennen uns schon lange. Ich möchte ein bisschen was über dich erfahren, über dich als Person. Ein paar Geheimnisse hier unter uns beiden. Leg mal los. Stell dich doch mal in ein paar Sätzen vor. Ja, danke Stefan für die Einladung. Zu mir persönlich, Volker Ludwig, ein Kind des Rhein-Main-Gebietes. Ich wurde 1979 in Hanau geboren, wohne im schönen Erlensee, bin dort aufgewachsen, eigentlich nie so richtig rausgekommen, als ich mal woanders gelebt habe, war sehr, sehr viel unterwegs in meinem Berufs- wie auch im Privatleben. Aber dort ist die Familie verankert und auch mein Lebensmittelpunkt, der private zumindest. Lebe da mit meiner Frau und meinem nahezu 15-jährigen Sohn. Also mehr oder weniger eigentlich ein Frankfurter Bub. Ja, genau. In der weiteren Region. Nun ist Hanau und die Gegend Erlensee und so ein bisschen außerhalb, aber im Grunde gehört es mit dazu. Genau. Und auch mit Herz und Seele hier verankert, Frankfurt Rhein-Main sozusagen. Ich habe schon gesagt, du kümmerst dich um Rechenzentren. Das hört sich erstmal so ein bisschen trocken an. Aber wenn man mal mit offenen Augen so an den Rändern der Stadt vorbeifährt, dann sieht man da diese monströsen Gebilde. Jetzt sag mal ein bisschen was zu der Rechenzentrenwelt, dass unsere Hörerinnen und Hörer mal verstehen, was hier eigentlich stattfindet. Also, was machen wir als Unternehmen? Wir bauen und betreiben Rechenzentren und das für all das, was wir im Beruflichen wie auch im Privaten digital nutzen. Ja, sind es Unternehmensgeschäftsprozesse, aber auch soziale Medien, Kurznachrichtendienste, Streaming. All das kommt aus Rechenzentren und wird dann über Glasfaser, Mobilfunk, wie auch immer, zu uns übertragen, sodass das nutzbar gemacht wird. Frankfurt ist einer der ganz, ganz großen Datenknoten der Welt. Man sagt, Frankfurt steht auf Glas. Hier laufen alle Glasfasernetze zusammen. Ähnlich wie auch der Frankfurter Flughafen für die Luftfahrt. So ist Frankfurt auch für die Rechenzentren und für die Digitalwirtschaft ein riesen Knotenpunkt und Umschlagplatz. Warum ist das so? Warum ist der Knotenpunkt nicht in Nürnberg? Warum ist der Knotenpunkt nicht irgendwo in Stuttgart? Warum ist das hier in Frankfurt? Es gibt verschiedene Gründe. Einmal hat man in Frankfurt sehr früh alternative Glasfasernetzanbieter oder Telekommunikationsanbieter zugelassen, dann die geografische Lage überall dort, wo Infrastruktur gebaut wird, Straßen, Schienen, dort wird typischerweise dann auch Glasfaser oder mit reingelegt und da hat Frankfurt natürlich eine prädestinierte Stellung und wo dann schon ein bisschen was ist, frühe gute Weichenstellung, kommt natürlich dann auch viel dazu und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Also mit Abstand der größte Markt in Deutschland, auch in Kontinentaleuropa. Also du hast auch gerade natürlich Online- und Kurznachrichtendienste und all das angesprochen. Also wenn du über die Straße läufst hier durch Frankfurt oder sonst wo auf der Welt, kommst du eigentlich aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil jeder ist ständig damit beschäftigt, Daten zu produzieren. Ja. Ohne euch geht das nicht. Ohne uns und andere geht das nicht. Ja, danke. Und auch das nochmal zu verstehen, die Daten, die ich jetzt verwende, indem ich eine Kurznachricht, eine WhatsApp, eine SMS, was auch immer schicke, was konkret hat das mit euch zu tun? Ist das dann bei euch gespeichert? Wird das über euch abgewickelt oder wie funktioniert das? Liegt immer ein bisschen daran, was der Kunde bei uns betreibt. Wir bauen und betreiben die Gebäude. Ja. Der Kunde bringt die eigene IT, die eigenen Geräte mit. Das kann entweder durchgeroutet werden, also dass es nur vermittelt ist, oder es kann auch sein, dass es in den Räumlichkeiten auch gespeichert wird. Sowohl als auch. Was das Ganze mit Sicherheit und mit Fort Knox zu tun hat und warum das so wichtig ist, darüber reden wir gleich mal eine kleine Musikpause, dann sind wir wieder da mit Volker Ludwig. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk.
Wir sind zurück im Frankfurt Talk, haben uns etwas bei Musik entspannt und jetzt geht's weiter mit einem ganz, ganz harten Thema, mit Rechenzentren, mit dem Gold der Zukunft, nämlich den Daten. Und wir haben den Geschäftsführer von Interaction, Volker Ludwig, heute Abend zu Gast und reden über Data Center, reden über den Standort Frankfurt, was das damit zu tun hat. Und verstehen auch, lieber Volker, dass Daten das Gold der Zukunft ist. Rechenzentren sind dann die Goldminen? Ja, zumindest die Orte, in denen die Daten gespeichert und auch umgeschlagen werden, ein Stück weit vielleicht die Mine. Ja, also da läuft es dann zusammen. Sicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass auch nur autorisiertes Personal in die Anlagen reinkommt und dann nicht jeder rein und rausgehen kann, wie er will. Da gibt es ganz hohe Sicherheitsstandards und natürlich auch die Ausfallsicherheit, dass das 24/7 auch läuft, dass die Systeme verfügbar sind, dass die Daten verfügbar sind. Ein Ausfall kann ja auch bedeuten, dass Daten verloren gingen und das wäre natürlich eine Katastrophe. Und das funktioniert in Frankfurt sehr, sehr gut, ja, weil wir in Frankfurt den Knotenpunkt haben, aber auch sonst sind die Ressourcen in Frankfurt hervorragend, um diese Rechenzentren gut betreiben zu können. Ja, also Strom ist ein ganz wichtiges Thema, ja, auch aktuell in aller Munde, dass man erstmal ein stabiles Stromnetz hat. So, und da haben wir hier in Frankfurt exzellente Voraussetzungen. Ja, das ist extrem stabil, ist ja nicht auf jedem Teil der Erde oder auch in jedem Land so. Und damit einhergeht auch das Thema Nachhaltigkeit, was natürlich immer wichtiger wird. Das ist vielleicht auch mal ein Aspekt in der ganzen Rechenzentrumsdiskussion, die auch öffentlich geführt wird, dass man natürlich immer dann, wenn man auch eine geteilte professionelle Infrastruktur nutzt, also den kleinen Teil eines großen bei einem professionellen Anbieter, dass das wesentlich nachhaltiger und effizienter ist, wie als wenn das jeder für sich im eigenen Keller betreibt. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir uns schon auch vergegenwärtigen, dass es einfach Ressourcen kostet, wenn ich viel Daten produziere. Weil am Ende sind die nicht irgendwo in der Luft, sondern die liegen bei euch in den Rechenzentren. Liegen in verschiedenen Rechenzentren, aber oder? Ja klar, ja, Datentransport und Speicherung kostet Ressourcen. Ja, am Ende auch Energie, klar. Das funktioniert in Frankfurt besonders gut. Ich habe das auch verstanden, dass das was damit zu tun hat, dass die Flüsse und die Straßen und da wurden dann die Leitungen nebendran gebaut und Frankfurt war schon immer Verkehrsmittelpunkt irgendwie und deswegen ist es jetzt auch Verkehrsmittelpunkt für den Datenverkehr. Ja, und man hatte mit den Banken auch damals schon ganz konkret Abnehmer. Erste Kunden, ja, genau, die ja. Das gefordert haben. Die sagen, ich kann nicht nur als internationale Bank vielleicht nur einen Telekommunikationsanbieter haben. Ich brauche verschiedene, über getrennte Wege. Und da ist vieles zusammengekommen und wie gesagt, aber auch damals die richtigen politischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Nun sind die Banken ja total darauf angewiesen, dass die Daten schnell und vor allem zuverlässig laufen. Ich habe mal gehört, dass in den Banken mittlerweile mehr Technikleute aktiv sind, beschäftigt sind als klassische Banker. Wie geht denn diese Entwicklung weiter? Ja gut, da bin kein Banker, aber natürlich, das steht und fällt alles mit digitalen Geschäftsprozessen. Da brauchst du die richtigen Leute, die die Prozesse modellieren und es dann auch und die Infrastruktur, die es am Laufen hält. Ja, und da sind wir und andere einfach ganz, ganz wichtige Partner. Das ist auch für die Banken ein Riesenthema. Die haben ja eine Riesenregulatorik. Ja. Ja, und vielleicht, wenn man als Bank noch vor 15, 20 Jahren gesagt hat, ich baue die besten Rechenzentren selbst, ich weiß genau, was gebraucht wird, so verändern sich die Anforderungen heute. Es wird auch für Banken immer komplexer, sodass die auch zunehmend solche Anlagen nutzen, wie wir und andere die betreiben. Und dass man auch weggeht vom eigenen Rechenzentrum. Also in Zukunft vielleicht nicht mehr die klassische Bankausbildung, sondern eher der Weg in Richtung Techie und dann werde ich bei der Bank oder bei dem Datacenter-Betreiber eine erfolgreiche Karriere einschlagen. Sehr gerne und gutes Stichwort. Ne? Wir suchen auch in diesem Jahr noch 80 Mitarbeiter. Also die Digitalbranche, wir haben ja auch den Slogan, wir halten das Internet am Laufen als ja. Interaction Digital Realty. Wir sind ja Teil von Digital Realty, amerikanischer Konzern. Und das ist die Zukunft. Ne? Wir suchen 80 Leute und setzen alles daran, die zu finden. Naja, vielleicht hat ja jemand oder hört ja jemand zu, der dir im Nachgang eine Mail schreibt Gerne. Und sich bei dir vorstellt. Wir reden gleich, du hast Amerika angesprochen, wir reden über Deutschland. Wir wissen, dass es andere internationale Betreiber gibt und die alle hier am Standort Frankfurt sind wegen der Rechenzentren.
Wir reden über diese Internationalität unseres Standortes gleich weiter, machen aber eine kurze Musikpause vorher. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Abend schreitet voran. Wir sind weiter im Frankfurt Talk mit einer Frankfurter Persönlichkeit, nämlich mit Volker Ludwig von Interaction Rechenzentrumsbetreiber, einer der großen Data Center Betreiber auf der Welt hier in Deutschland, hier am Standort. Lieber Volker, es ist ein tolles Gespräch mit dir. Und sag mir doch mal, die DNA von Datacentern ist doch eigentlich die Internationalität, oder? Ja, also es ist ja nicht nur, dass in so einem Rechenzentrum einfach Daten abgelegt werden, sondern da ist ja ganz viel Interaktion, also hauptsächlich Vernetzung. Und Vernetzung findet ja auch international statt. Es gibt ja kein Internet in dem Sinne, hat ja keiner ein Internet gebaut, sondern das sind alles einzelne Netze, die sich in solchen Rechenzentren verschalten. Und es sind große Knotenpunkte und die sind hoch international. Also über die Hälfte unserer Kunden sind nicht aus Deutschland. Das sind Diensteanbieter, Telekommunikationsnetzbetreiber aus allen Kontinenten der Welt. Aber wer ist es noch? Sind es auch Kanzleien oder sind es auch, ich sag mal, Gaswasserinstallationsbetriebe, die Daten haben, die sie irgendwo ablegen? Ab wann muss ich denn eigentlich zu dir gehen? Also wann reicht denn mein PC und meine Festplatte zu Hause nicht mehr aus? Ja, ist schwierig zu sagen. Gibt es jetzt nicht so die One-Size-Fits-All-Antwort. Aber eigentlich immer dann, wenn man von digitalen Geschäftsprozessen abhängt, als Unternehmen, jetzt vielleicht im B2B-Umfeld oder auch im B2C-Bereich. Also wenn ich über digitale Netze Dienste bereitstelle, für die Kunden mit Währung oder Daten bezahlen. Also soziale Netze, Suchmaschinen, Online-Werbung, all das. Ja. Es ist ja alles, es ist ja alles vernetzt im wahrsten Sinne des Wortes und damit auch die Welt damit vernetzt. Ich erinnere mich, am Anfang von der Corona-Pandemie hatten wir mal in einem der großen Rechenzentren eine Weltkonferenz organisiert, wo die Oberbürgermeister der Partnerstädte mit vor Ort waren. Und da wurde ganz deutlich klar, wie wichtig doch diese Vernetzung ist und wie viel Angst wir damals hatten, als Corona kam und wir Angst davor hatten, dass keine Vernetzung mehr stattfinden kann. Zum Glück gibt es die digitalen Netze, auf die ist ja immer Bestand. Corona war für euch auch ein Treiber? Ja, muss man sagen. Ne? Gab nochmal auch einen Wachstumsschub durch die Pandemie. Und das war ja auch ein Beschleuniger für die gesamte Digitalisierung, auch für New Normal. Wie arbeiten wir zukünftig zusammen? Setzen wir uns natürlich im Unternehmen auch eng mit auseinander? Wie oft ist man noch im Büro? Wie arbeitet man remote? Aber drehen wir mal irgendwie 2,5 Jahre zurück, hat de facto jeder 5 Tage die Woche im Büro gesessen und vielleicht abends mal die E-Mails von zu Hause abgerufen. Und eigentlich von jetzt auf gleich, an den ersten 2 Tagen hat man das Video geruckelt, hat sich das aber komplett gedreht, dass 95% der Belegschaft von zu Hause aus gearbeitet hat und sich von außen in die Unternehmen rein gewählt hat. Das ist ja auch eine Herkulesaufgabe auch für die digitalen Infrastrukturbetreiber. Also da waren Ressourcen da, da war Kapazität da. Und das ist jetzt das Normale. Also das eigentlich hätte das nicht geklappt, würden wir, glaube ich, wären wir ganz anders durch die Pandemie gekommen. Hat ganz gut funktioniert oder gab es große Bugs, also große Schwachstellen in diesem ganzen Prozess? Also in meiner Wahrnehmung jetzt, also die ganzen, auch die Videoconferencing-Dienste als Beispiel, ich meine, das ist ja exponentiell, das explodiert innerhalb von wenigen Tagen, die Anzahl der Nutzer, die Sessions und ich finde, das hat extrem gut funktioniert und die digitale Infrastruktur hat ein sehr stabiles Rückgrat gehabt, ja. Also auch sehr, sehr spannend, insbesondere, wir sind auch beide Väter, Volker, mal schauen, wie unsere Kinder, also die nächsten Generationen dann damit arbeiten, aber ich glaube, da geht es dann nochmal in ganz andere Dimensionen los und weiter. Wir reden gleich nochmal über deinen Weg ganz konkret, machen eine kurze Musikpause, dann sind wir wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Frankfurt Talk, der Abend schreitet voran. Mein Name ist Stefan Söhngen, Volker Ludwig von Interaction
große, große Rechenzentren. Als Stichwort für diejenigen, die den Namen nicht kennen, ist heute Abend mein Gast. Lieber Volker, toll, dass du da bist. Und wir haben schon drüber gesprochen, ihr sucht händeringend nach Leuten. Ich habe schon gesagt und du hast es bestätigt, die Banken, die brauchen eher Techniker heute, als dass sie klassische Banker brauchen. Du hast aber keinen Banking-Hintergrund, du hast auch keinen irgendwie Elektrotechniker oder IT-Fachmann-Hintergrund, sondern du kommst aus der Möbelbranche. Wie passt das dann alles zusammen? Ja, also Banking hatte ich dann irgendwie auch mal versucht, das ist aber dann im Bewerbungsprozess gescheitert, bin ich heute dann sehr dankbar, ja. Als ich damals mich um Ausbildungsplatz bemüht habe. Habe in der Tat eine Berufsausbildung gemacht zum Bürokaufmann bei Möbel Walter AG, heute Möbel Höfner, Gründer Lieblos, war damals die Konzernzentrale, auch europaweit das Unternehmen gewesen. Ja, und da war ich im Bereich Werbung, Marketing aktiv und wurde dann Ende 2000 vom Bekannten angesprochen. Der war Personalleiter bei Interaction. Da war das alles so im Aufbruch. Rechenzentren sind entstanden, Digitalisierung, Internet in den Kinderschuhen. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und so bin ich dann zu Interaction gekommen. Wusste gar nicht so richtig, was mich dort erwartet und habe mich dann in die Themen da reingefräst und konnte eigentlich seit 2001 dann hier den Standort, was Digitalisierung, Rechenzentren, also Frankfurt, Rhein-Main, ein Stück weit mitgestalten und auch das Unternehmen dann über viele Jahre mit aufbauen. Hatte da ganz, ganz viele Rollen im Bereich Marketing, später im Vertrieb. Ja. War dann nach 17 Jahren auch nochmal in anderen Unternehmen tätig, aber auch in der Rechenzentrumsbranche und bin dann letztes Jahr zurückgekehrt als Deutschland-Geschäftsführer für Digital Realty und da ist Interaction die größte Marke in Deutschland und genau, darf da mit dem Team hier das Geschäft entwickeln, was einen Riesenspaß macht, weil es halt auch sehr, sehr schön wächst. Und wie geht es weiter? Also wenn man da das mal hochrechnet, sich mal mit Datenentwicklung beschäftigt in den letzten 20 Jahren, das ist ja immer mehr, mehr, mehr geworden. Und jede Sekunde hängen wir an unseren Handys und da produzieren wir auch immer mehr Daten und die müssen ja auch irgendwo hinterlegt werden. Da kommt ihr wieder ins Geschäft. Das muss doch weiterhin völlig explodieren. Was ja. ist denn da deine Perspektive für die nächsten, sagen wir, 10 Jahre? Dass es sehr stark weiter wächst. Das ist die Perspektive. Ja, was Datenaustausch, Übermittlung, Speicherung betrifft, wird natürlich nicht alles in Frankfurt gespeichert, auch in anderen Städten und Regionen, die vielleicht dann auch klimatisch bessere Voraussetzungen haben als das Rhein-Main-Gebiet. Na, jetzt mal Beispiel Skandinavien, werden natürlich auch viele Daten gehalten. Und was so das Wachstum betrifft und wie wir das auch sicherstellen möchten, wir sind ja in Frankfurt präsent, an der Hanauer Landstraße, in Sossenheim, in der Lioner Straße. Wir haben ja weite Teile des Neckermann-Areals erworben und bauen da den Digitalpark Fechenheim. Ja. Also ist der nächste sehr große Wachstumsschub mit 11 Rechenzentren. Dann in Hattersheim haben wir ein Grundstück erworben am Kastengrund für das weitere Wachstum und wir sind natürlich auch in Düsseldorf seit vielen Jahren unterwegs, wachsen da, ist also auch ein regionales Thema, nicht alles in Frankfurt, wichtigster Standort, aber das wächst natürlich auch in die Regionen hinein. Also was mich nochmal interessiert, ich sehe ja diese Rechenzentrumsareale, das sind ja stellenweise Grundstücke mit über 100.000 Quadratmetern, das kann ja, da wir die geografische Grundlage brauchen, also die Grundstücke brauchen, das kann ja nicht immer so weitergehen. Werden denn die Datenspeicherungsanlagen vielleicht kleiner werden? Wird man vielleicht in die Höhe gehen? Wird man vielleicht unter die Erde gehen? Was sind denn da die Szenarien für die Zukunft? Höhe hat halt Grenzen, auch unter der Erde ist schwierig. Ja, das ist nicht optimal. Du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Es wird kleiner, natürlich. Also merkt man ja auch, wenn man sich vielleicht ein neues Smartphone kauft. Das neue Smartphone hat viel mehr Speicher als das alte Smartphone. Ja, und ist wesentlich leistungsfähiger. Und so ist es natürlich auch bei den Computern. Also da findet ja eine Miniaturisierung statt. Gab es ja auch früher mal Fernsehwerbung, da wurde dann ein komplettes Rechenzentrum irgendwie in einen Serverschrank reingepackt. Und das findet ja auch statt. Vielleicht jetzt war das ein bisschen überspitzt, aber es wird alles um ein Hundertfaches leistungsfähiger. Aber die Digitalisierung schreitet einfach schneller voran.
Also wir werden es miterleben, genauso wie die Entwicklung vom Handy. Die haben wir alle live miterlebt sozusagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir reden gleich nochmal über dich als Person, machen nochmal, um etwas lockerer noch zu werden, eine kleine Musikpause, dann sind wir wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Abend schreitet voran. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Mein Name ist Stefan Söhngen, Volker Ludwig, einer der Rechenzentrumsmacher, nicht nur am Standort Frankfurt, sondern in Deutschland, im Herzen von Europa, aus Frankfurt heraus. Hier ist der Internetknoten, hier sind die großen Data Center. Du bist im Auge des Orkans sozusagen. Kann man so sagen, wächst stark im Wachstumsorkan. Ja. Und wenn man dich erlebt, und wir beide kennen uns schon seit ein paar Jahren, du hast keine freie Minute. Also da ist so viel zu tun zurzeit, richtige Goldgräberstimmung. Ja, also das ist natürlich einmal ein 24x7-Geschäft, da ist immer was, und dadurch, dass es so expansiv ist, können wir uns da ganz gut beschäftigen. Da muss man sich die Freiräume und die Freizeit dann auch wirklich schaffen. Ja. Eigentlich ist dann die Freizeit auch mal für einen Witz da. Ich hatte dich vorhin schon mal gefragt, ob du einen Lieblingswitz hast. Da hast du mir gesagt, immer schwierig mit den Witzen heutzutage. Ja. Gibt es sonst was Lustiges, was du uns erzählen möchtest? Ja, ich hatte jetzt mit meinem Sohn Zeit verbracht in den letzten Tagen, und da hat er wollte die nackte Kanone gucken, also alle drei Teile, ja, und habe ich da mit ihm zusammen gemacht, weil ja auch so Filme aus meiner Kindheit, und ich konnte mich dann köstlich amüsieren, wie er sich amüsiert hat, und also ich lache auch gerne, bin aber einfach ein schlechter Witzeerzähler. Wie alt ist dein Sohn? Der wird jetzt 15. Und er fand alles lustig, ja? Er fand das grundsätzlich ganz lustig. Gehst auch manchmal mit ihm angeln, habe ich gesehen, richtig, ja? Ja, wir gehen angeln. Ja, sehr viel. Das ist so auch das gemeinsame Hobby, und das hab's auch von meinem Vater übernommen, als ich kleines Kind war, und gehe mein Leben lang angeln. Und er hat da einen absoluten Narren dran gefressen, unser Tim. Und wir verbringen ja sehr viel Zeit gemeinsam beim Angeln und orientieren auch die Urlaube dann weitgehend an nach Angelmöglichkeiten. Guten, ja, Angelmöglichkeiten, so dass es halt auch, aber auch für die Frau verträglich ist. Hervorragend, genau. Hervorragend. Ja, vielleicht hört der Tim gerade zu. Ja. Wenn er noch nicht im Bett ist als Teenager, kann er um die Uhrzeit, denke ich, noch ein bisschen Radio hören. Genau. Grüße an Tim. Wir haben ein Geschenk für dich, Volker Ludwig. Ja. Gib dir das hier mal rüber. Ja. Was siehst du denn? Ich sehe hier den Newcomer's Guide 2022 und ein Puzzle, scheint es zu sein, in der Dose. Genau. Ja. Ein Frankfurt City Puzzle. Richtig. Ja. Genau dieses Frankfurt City Puzzle, du machst gerade die Dose auf, sehr gut, ist deswegen so wichtig für jemanden wie dich, weil, ja, puzzle da mal ein bisschen weiter, puzzle mal in die Richtungen, wo du vielleicht noch Rechenzentren hinbauen willst. Genau. Will und darf, ja. Genau. Ja, beziehungsweise vielleicht kannst du, wenn es fertig gepuzzelt ist, auch schauen, ob die Rechenzentren eingetragen sind. Ja, schaue ich mal, ja. Dankeschön. Hast du ein Geschenk für uns, Volker? Ja, wie das so ist mit den Geschenken, ich würde gerne Zeit schenken. Also wenn wir mal vielleicht mal, wenn was ist, wo du sagst, da hätte ich dich gerne dabei, was Soziales, Bürgerschaftliches, was auch immer, dann würde ich mich freuen, wenn du mich ansprichst, und ich würde schauen, dass ich mir auch die Zeit nehme und dass wir da vielleicht einfach zusammen was machen. Ein schönes Stichwort, ich freue mich total. Wir haben als Montagsgesellschaft mal eine Veranstaltung zum Thema Zeit gemacht. Ja, was ist denn eigentlich Zeit? Kann man Zeit investieren, kann man Zeit sparen, kann man Zeit schenken? Offenbar kann man es. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ja, gerne. Dann haben wir noch die Frage, die ich auch jedem meiner Gäste stelle. Nochmal der Blick in die Zukunft, Volker Ludwig. Wie geht's weiter? Ich habe das verstanden, dass das Data Center Geschäft explodiert. Du bist Teil der Explosion, kann man sagen. Wo bist du in 5 Jahren? Wirst du in 5 Jahren hier ganz Frankfurt Rhein-Main zugebaut haben? Wirst du vielleicht rausgehen aus dieser Welt? Was ist dein Wunsch? Also ich fühle mich da extrem wohl. Mache das mit den Rechenzentren ja jetzt auch seit mehr als 20 Jahren. Und bin da verbunden, bin auch hier in Frankfurt verbunden und vernetzt und möchte hier bleiben. Ja, also ich möchte in Frankfurt bleiben und ich möchte auch in der Branche bleiben, weil ich glaube, wir können damit viel Gutes tun und die Zukunft gestalten. Ja. Und wie wir auch gelernt haben, das hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, und da
habt ihr auch eine Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsthemen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Zukunft, die ganze Nachhaltigkeit. Anders geht's nicht, ja. Und da machen wir relativ viel, ne? Also Abwärmenutzung. Da kommen ganz viele neue Konzepte und das macht es ja auch interessanter. Ist ja nicht 20 Jahre das Gleiche, sondern da ist ja auch ganz, ganz viel Entwicklung und Evolution drin. Freue mich, dass wir Teil davon sind. Wir alle sind Teil davon. Volker Ludwig von Interaction, schön, dass du bei uns warst, dass Sie da draußen mit dabei waren. Und jetzt wünsche ich eine schöne Sommernacht und uns allen dann eine gute Woche. Danke, Volker Ludwig. Ja, danke Stefan für die Einladung und den interessanten Talk. Dankeschön. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.